Und damit seid ihr Größen an dem Zwerge genommen, Hobbits und der Englandung zu einem neuen Pacht. Summer in Mara mit dem Zwergenfürst. Was liegt denn heute an? Was liegt heute an? Was ist heute die Quest? Errichte einen Stall auf Koas Insel. Damit müssen wir weitermachen. Die Brocken müssen wir auch noch abliefern. Föll können wir auch bei der Gelegenheit mal machen, wenn wir das Zeug dafür haben. Okay. Ja, mal eben. Katalog. Das ist nicht schlecht. Schauen wir mal, was wir hier für das Lagerfeuer, da brauchen wir noch Seil für. Das ist okay, das Seil können wir irgendwie herkriegen. Das können wir auf dem Markt wahrscheinlich kaufen. So, wo ist das? Der Stall. Ach du Schande. Weizen, da habe ich doch gerade was abgegeben von dem. Das haben wir doch gerade für das Mehl verbraucht. 4 Weizen, 12 Brett und 2 Seil. Brett können wir anfertigen. Seil und 2 Seil und 4 Weizen. Merkt euch 2. Vier Brett und. Nee. Verdammt. Katalog. Ich kann ja auch immer wieder nachgucken, wenn ich unterwegs bin. Das geht ja, das geht ja. Große Tiki-Facke. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Stoff für. Vielleicht können wir einiges davon auf dem Markt kaufen. 2 Seil brauchten wir dafür. 2 Seil und 4 Weizen. 2 Seil und doppelt so viel Weizen. So, dann muss ich hier mal ein paar Bäume fällen. So, wo können wir Bäume fällen? Und jede Menge Holz dafür. Doch mal einen Kirschbaum fällen. Eigentlich eher nicht. Das war viel Holz, was wir dafür jetzt brauchen. Wir müssen auch mal neue Pflanzen hier. Wenn wir irgendwann mal Samen haben. Oh, haben wir. Eine Eichel können wir hier mal säen. Dann säen wir hier mal gerade zu Anfang des Parts. Mal ein bisschen was. Kann nicht schaden, wenn wir hier ein paar Bäume pflanzen. Für ein freies Stück Land. Achso, wir sind hier auf dem Berg drauf. So, und weiter gepflanzt. Wir können den Mangelona-Beere pflanzen. Das ist ein interessanter Baum. Auf eine höher liegende Fläche. Musste ich hier hin oder was? Aha. Schauen wir mal, wo wir die hinpflanzen können. Hier hin. Nee, hier nicht hin. Da kommt beeil dich ein bisschen. Na, das geht wahrscheinlich in dem Modus nicht. 10 von 33. Also wir können 33 Beeren auf der Insel pflanzen oder was? 33 Bäume. Haben noch viel zu wenig. Höher liegende Fläche, das würde ich jetzt gerne herausfinden, wo hier eine höher liegende Fläche ist. Das ist höher liegend. Das mache ich jetzt, das suche ich jetzt einfach mal. Tja, das kann jetzt hier ein bisschen dauern. Verbringen wir die ersten paar Minuten des Parts mit Anpflanzen. Ja, einen höheren Punkt gibt es doch hier nicht. Ah ja, hier können wir es pflanzen. Na, hier war doch gerade eben so, hier. Einen höheren Ort gibt es hier nicht. Ach, da haben wir den Orangenbaum angepflanzt. Die Orange können wir, glaube ich, auch anpflanzen. Das muss auch auf einem höheren Ort. Orangen wachsen auch nur hier.
Gut, noch eine Orange. Die Kirsche können wir dann unten anpflanzen. Okay. Können wir hier ein paar Bäume fällen? Die können wir nicht fällen, oder? Schade, dass wir hier keine von denen hier fällen können. Da stehen so viele. Aber das ist nur Deko. Das ist leider nur Deko. Okay. Können wir hier gleich noch was anpflanzen? Jetzt müssen wir erstmal die Hacke auswählen. Kirschbaum. Kochok spielt wieder Grand Theft Auto. GTA 5. Pinienkern. Die Pinien, die kann man ganz gut. Die kann man immer ganz gut für Holz benutzen. Wollte gerade fragen, woran scheitert es hier? Okay, jetzt brauchen wir trotzdem irgendwie Holz. Da muss wohl der Kirschbaum hier dran glauben. Ich brauche Bretter. Gut. Vielleicht sollten wir mal alle Kirschen, die wir von den Bäumen sammeln, gleich wieder anpflanzen. Das wäre eine gute Idee. Dann haben wir ja bald ein paar. Bei Kirschen geht das ja. Machen wir mal bald ein paar Bäume zum Nachwachsen lassen. So 10 Brett. Vielleicht reicht das schon. Errungenschaft freigeschaltet fürs Bretter machen. Sehr schön. Das ist das Inventar. Aber 12 Bretter, natürlich. Zwei mehr. Muss es noch ein Baum dran glauben. Oder hier. Einmal hier den Zaun zerstören. Für zwei Bretter wird das reichen. Ja, zwei Bretter gerade so. So, und hops, hier mal das nötige Brett gefertigt. Die nötigen Bretter. Sehr schön. So. Das müssten wir doch jetzt. Stall. Jetzt brauchen wir noch 4 Weizen und 2 Seil. Dazu fahren wir mal schnell nach Quilis. Kaufen uns vielleicht Weizensamen auf dem Markt. Und Seil kriegen wir hoffentlich dort auch. Ansonsten müssen wir. Ach, das arme Schaf ist immer noch am Boot. Das kann nicht aussteigen, weil es keinen Stall hat. Auf der Insel einfach so rumtollen geht nicht. Oder was? Ist ja schade. Ist ja traurig. Ansonsten müssen wir Baumwolle anpflanzen, wenn wir kein Seil kriegen. Also Weizen müssen wir, die 4 Weizen müssen wir auf jeden Fall mit Samen machen. Vielleicht verkauft uns auch jemand ein Seil. Das wäre dann praktisch. 2 Seile. Die Musik ist ja heute interessant. Hintergrund. Faszinierend. Das ist nicht so faszinierend, dass ich hier nicht aufsteigen kann. So, jetzt mal hier hops. So, auf dem Markt, was wir bekommen. Wir müssen jetzt den Stall bauen, um dann in der Quest weiterzukommen. Das ist jetzt hier noch eine lästige Zwischenaufgabe, die benötigt wird, damit wir mit den Aufgaben weiterkommen. Seil, hast du ein Seil für mich? Du hast einen Faden. Dann können wir, soweit ich weiß, ein Seil machen. Aus einem Seil könnten wir das bauen. Okay, du hast auf jeden Fall Weizensamen. Aber dazu muss ich erstmal was verkaufen. Ich habe noch 5 Mehl. Das brauche ich ja nicht. Das kann ich verkaufen. Da hätte ich das Weizen einfach lassen sollen, oder? 4 Weizen brauche ich. Ja. Das müsste reichen. Und Seil hast du nicht? Oh, Weizen habe ich hier. Da kann ich auch gleich Weizen kaufen. Das ist praktisch.
Dann gib mir gleich 4 Weizen. So, 4 Weizen. Dann haben wir das schon erledigt. Müssen wir das nicht anbauen. Dann muss ich kurz mal in den Katalog. 2 Seile brauchen wir jetzt noch. Ich glaube, das können wir aus Faden machen, wenn ich mich nicht komplett irre. Können wir das auch schon hier an Mara probieren. Können wir zur Schmiede gehen und dann... Okay, die verkauft Fisch. 2 Seile brauchen wir. Teurer. Teurer ist der Faden. Okay, dann muss ich noch ein bisschen was verkaufen. Was können wir denn hier verkaufen? Eine Batterie können wir verkaufen. Haben wir von dir. Für viel mehr Geld. Für einen viel höheren Preis. Wir haben es für 500 irgendwas gekauft und für 100 jetzt wieder verkauft. Das hat sich ja gelohnt. Okay. 2 Säle brauchen wir. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr als das. So, Crafting. Seil. 2 Faden für 1 Seil. Natürlich. Da muss ich noch 2 kaufen. 114 brauche ich dafür. 114. 114. Haben wir noch irgendwas Wertvolleres? 114. Verkauf einfach alle meine Steine. Sehr gut. 2 Faden. So, jetzt müssten wir 2 Seile daraus kriegen. Müssen wir jetzt nur noch zu einer Crafting Bank. Und beim Elite mal vorbeischauen, wenn wir eh schon Richtung Schmieden gehen. Können wir beim Elite nochmal vorbeischauen. Und dann zurück zur Insel und den Stall aufbauen. So der Plan. Das kriegen wir in Elite, dann Seilcraften und Stall bauen. Und dann geht's weiter mit der Hauptstory. Dann kommen wir da mal fertig mit. So. Den Adligen Elite begrüßen. Ich hab dein Zeugs. Hier, bitte sehr. Danke, aber ich hab die Idee mit der Büste verworfen. Kramfotze! Ich springe ihm gleich an den Hals. Ja, ist jetzt unnötig. Hast du umsonst die Steine genommen? Ich habe Akai, die Schmiedin, gebeten, eine Gussform anzufertigen, aber das Ergebnis hat mir nicht gefallen. Sie hat es nicht geschafft, meine Würde einzufangen. Sah es so schlimm aus. Sie hat mir ein schreckliches Doppelkind verpasst. Wie schade, dein armes Vermächtnis. Ich werde noch eine andere Gelegenheit haben, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Keine Sorge. Auf dem Klo wirst du dein Vermächtnis hinterlassen. Ich will auch ein Vermächtnis hinterlassen. Hör zu, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mir noch mehr von diesem außergewöhnlichen Metall als Barren bringst, kaufe ich dir das zu einem fairen Preis ab. Das kannst du getrost vergessen. Dann schreibe ich dir in meine Rechnungsgebühr. Dann schreibe ich dich in meine Rechnungsbücher und du hast dein Vermächtnis abgemacht. Das kannst du knicken. Okay, danke für die 300 Münzen, aber das kannst du knicken. Ich besuche dir nicht nochmal ein Material. Es sei denn, ich finde es zufällig auf dem Weg. Nochmal jetzt extra danach suchen, vergiss es. Zu undankbar. Okay, ja, wir wollen ja hier nur Seil. 1 Seil. 2 Seil. Das müssten wir eigentlich alles haben. Warum auch immer wir das Seil schmieden müssen. Aber davon abgesehen. So, Mehl können wir machen. Nee, können wir bitte nicht machen. Wir brauchen das Weizen. Für was anderes. So, jetzt können wir einen Stall bauen. Dazu einmal zurück nach Heimatinsel. Ja, nach Heimatinsel.
Auf meine Heimatinsel müssen wir zurück. Gut. Ich glaube, da schneide ich einfach mal. Das ist dann. Schneide ich euch raus. Bis gleich auf der Heimatinsel. Heimatinsel, da wären wir wieder zu Hause. Jetzt können wir hier einen Stall machen. Stall für das Schäfchen, damit es endlich vom Boot runter kann, das arme Ding. So, wir machen mal einen Stall, können wir doch gleich glatt mal hier hin machen. Neben den anderen Stall. So, Stall. Kommen noch Mine und großer Brunnen. Okay, großer Brunnen wäre auch mal interessant. Bräuchte mal zwei Seile und Stein. Das ist vielleicht auch später mal interessant. Jetzt will ich einen Stall bauen. Jetzt bau schon. Stall. Gut, dann halt nicht. Muss ich wohl woanders bauen. Muss erstmal hier in der Werkstatt oder was. Scheinbar nicht. Vielleicht erstmal schlafen. Ist aber nicht schlecht. Ist schon Abend. Es wird immerhin schon Nacht. Wir können die Rüben ernten. So. Bauen, Stall. Du kannst dieses Bauelement nur auf festem Boden auf deiner Heimatinsel bauen. Auf der Heimatinsel bin ich. Auf festem Boden. Festem Boden. Ist das hier fester Boden? Ist das fest genug? Festem Boden auf deiner Heimatinsel. Mhm. Hier könnten wir so einen Stall bauen. Festem Boden. Ist das hier fester Boden? Mhm. Kannst du dieses Bauelement nur auf festem Boden auf deiner. Was definiere fester Boden? Die anderen stehen auch irgendwie auf. Also hier vielleicht. Ist das fest genug für dich? Die Materialien haben wir. Fester Boden. Ich muss das Spiel gerade mal neu laden. Weil es noch nicht registriert hat, dass ich auf der Insel bin, oder was ist fester Boden? Da sieht er mich mal ratlos. Wir brauchen mehr Lehm, um die Mauer zu bauen. Stall. Fester Boden. Oben auf dem Berg oder fester Boden. Müssen wir noch festen Boden dafür craften. Müssen wir Steine auf den Boden oder wie was? Ich verstehe hier nicht, was gewollt ist. Ist das hier fester Boden?
Ich habe keine Ahnung. Ein Stall für Schaf. Ein Schafstall. Ist der sandfester Boden oder was ist? Was ist hier los? Na, hier können wir was bauen. Das ist scheinbar fester Boden. Alles klar. Kleine Schäfchen. Päh. Nichts. Sie antworten mir nicht. Ich sollte Duna hiervon erzählen. Geh zurück zu Duna und erzähl dir was über die Elites. Lass dir über die Elites erzählen. Ich muss zuerst die Tiere füttern. Okay, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sieht doch gar nicht so scheiß aus. Ist das Schäfchen jetzt endlich von meinem Kutter weg? Oder wie sieht es damit jetzt aus? Schäfchen, scheinbar ist es weg. Sehr gut. Ich nutze die Schnellreise. Gebe mein ganzes Geld aus. Es geht scheinbar auch kostenlos, wenn ich kein Geld habe. Wenn ich pleite bin, gibt es da einen Gnadenbonus für. Aber nur, wenn ich pleite bin. Ansonsten nimmt er mein Geld. Oh, hallo. Bist außerhalb deiner Butze. Juhu, ich habe einen Dienststall schon fertig. Die Schafe sind wirklich sehr entspannt. Das freut mich zu hören. Können wir jetzt über die Elites und ihre Pläne reden? Doch, natürlich. Aber sag mir zuerst, kehrst du jede Nacht zum Schlafen nach Hause zurück? Naja, manchmal muss ich im Freien schlafen. Natürlich. Und auf dem Boot. Und wo stehst du dann? Unter freiem Himmel natürlich. Ich kann dann all die Sterne sehen. Es ist wunderschön. Ah, so kannst du doch nicht schlafen. Wenn du dich nicht richtig erholst, wie willst du dich den Elites stellen? Was du brauchst, ist ein Zelt. Das wird dir helfen, dich besser auszuruhen. Und wenn du nicht zu Hause bist, mir macht das aber nichts aus. Wir wollen doch über die Elites reden, wollte ich gerade sagen. Jetzt fangen wir nicht noch mit einer dritten und vierten und fünften Quest an. Jetzt hängen mir nicht noch mehr Quests an. Ich habe jetzt hier schon Mehl besorgt für den. Ich habe jetzt die Windmühle gemacht. Ich habe sonst was gemacht. Ich habe hier einen Stall aufgebaut. Jetzt ist doch mal langsam hier. Das ist jetzt, wollen wir mal vorankommen. Jetzt wollen wir über die Elites reden. Die sind jetzt nicht wichtig. Wenn du Hakus Enkelin bist, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Und du hast Glück. Ich weiß, wie man ein Zelt anfertigt. Aber ich bin keine Abenteurerin. Und du wirst auch einen Schlafsack brauchen. Aber nur Abenteurer wissen, wie man einen Schlafsack herstellt. Ich kenne einen Abenteurer. Und so, das Katzenkind ist. Ich bin mir sicher, du würdest ihn mögen. Sehr gut. Rede mit ihm, er verrät dir bestimmt, wie man einen Schlafsack herstellt. Richten wird dann danach endlich über die Iniz. Ja, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ich schwöre bei der Seele von Mahala. Von Mahala. Von Mara. Mahala. Okay, was zum. Es ist doch hier, das ist doch Bauen. Bauen. Bauen Zelt, bauen Turm, bauen. Das ist die. Die will nicht. Die hält mich davon ab. Neue Quest. Ach. Wenn ich das Spiel nicht so verzweifelt weiterführen wollen würde, würde ich jetzt hier mal Rage quitten. Das ist also, wenn ich jetzt nicht unbedingt mit der Story weiterkommen will. Dieses ständige Gesegel hin und her, Heimatinsel, Quelis, Vulkaninsel, das ist doch, es ist doch zum Kotzen langsam, das ist doch eher arg. Auf nach Quelis. Das ist aber meine Heimatinsel. Habe ich falsch geklickt. Ach, jetzt muss ich mir das Rezept für ein Zelt von uns so abholen und dann. Einen Schlafsack habe ich schon, dann muss ich das Zelt auf meine Inseln. Ich kriege ja Schreikrämpfe. Meine Fresse. Kann ich irgendwann mal einfach etwas sofort klappen? Können wir nicht einfach mal mit der Story vernünftig weiterfahren? Können wir jetzt hier nicht einfach. Ich habe schon den letzten Part. Ich dachte eigentlich, wir können jetzt mal im vorletzten, vorvorletzten Part hatte ich schon, wo ich wollte hier eigentlich schon.
Wir müssen das Boot vergrößern und weiterfahren. Die letzten Inseln erkunden, mehr Inseln, neue Meere erkunden. Das ist. Ach. Jetzt müssen wir uns umdrehen und schon wieder Quests machen. Ja, ich will nicht mehr. Ich will mich nicht mit Zwischenquests und Zeitquests aufhalten. Ich will nicht mit Zeitquests aufhalten. Na los, und so. Und sieh. Hast du gerade ganz zufällig einen Schlafsack? Ich habe einen Experten für Schlaf. Ich bin ein Experte für Schlafsäcke. Ich kann dir zeigen, wie man Schlafsäcke näht. Das so gemütlich ist wie ein Katzenbett. Und natürlich müssen wir den erstmal noch anfertigen. Wir haben schon zwei, drei Schlafsäcke, aber das geht für das Spiel nicht. Das geht nicht klar. Das war wie bei der Batterie. Ich habe schon eine gekauft für teuer Geld, aber nee, wir mussten jetzt erstmal das Rezept dafür holen und selber. Wir mussten erstmal selber machen. Dass ich schon eine in der Hand habe, das geht nicht. Das passt nicht. Das muss eine besondere sein. Oh Gott, manchmal regt mich dieses Spiel so auf. Du bist ein echter Freund und immer eine große Hilfe. Abenteurer müssen einander immer helfen. Gibt es viele abenteuerlustige Katzenkinder? Leider nein. Man trifft sie nur selten. Es gibt nur sehr wenige von unserer Art. Vor dir steht also ein Unikat. Alle meine Vorfahren waren Abenteurer. Mein Weg war mir also schon vorgezeichnet. Und deine Eltern? Nun ja, ich habe keine Eltern. Wir Katzenkinder sind seltsame Kreaturen. Jedes von uns ist ein besonderes Exemplar. Du wirst keine zwei Katzenkinder antreffen, die einander gleichen. Das erklärt, warum Mario so ist, wie sie ist. Uff, sie ist nicht gerade das Idealbeispiel für einen Vertreter unserer Rasse. Was denn das Rezept Schlafsack? Ich kehre zu Dunder zurück, nachdem du einen Schlafsack in deinem Zelt und ein Zelt hergestellt hast. Ach, Facecam wäre jetzt wundervoll. Da würdet ihr mich jetzt sehen. Ich rauf mir hier die Haare. Ich fasse mich an die Stirn. Gehe zu uns und kehre zurück. Ach, das sind doch Wege, die man vermeiden kann. Meine Fresse. Ich kam gerade von Dunna, und jetzt wieder zurück zum. Es ist doch hier wegen dem Schlafsack, damit ich einen Schlafsack. Ja, mir fehlen die Worte. Das ist irgendwie. Ich bin hier gerade wirklich kurz vorm Rage-Quit. Es ist. Alter Schwede. Es ist so ein harmloses Spiel, das ist so ein chilliges Spiel, es könnte so ein chilliges Spiel sein, so ein entspanntes Farming-Simulator-Abenteuer. Ganz entspannt und die ganze Quest, es ist ein großer Fehler. Es bringt dem Spiel einige Abzüge für mich. Also ich finde, das macht da rapide. Es ist für mich da wirklich. Wir haben drei Schlafsäcke. Müssen wahrscheinlich selbst noch welche craften. Ich mach's mal lieber. Schlafsäcke. Hier Schlafsack, da brauchen wir Stoff für. Versuch's mal. Vielleicht können wir ein Zelt schon mal craften. Vielleicht geht's auch ohne das Zelt zu craften. Katalog. Laden heißt das. Ein Seil brauchen wir dafür noch. Brauchen wir Faden und einen Stoff. Wie viele Fäden brauchen wir dafür? Für das Zelt. Ich glaube, jetzt müssen wir uns das Zeug wieder zusammensuchen. Ah, wie ich keinen Bock drauf habe. Ich spreche mit Arwan für den nächsten Auftrag. Ne, den lassen wir jetzt mal. Den ignorieren wir jetzt mal gekonnt. Katalog. Wo war denn jetzt das Zelt noch gleich? Beim Essen war es nicht. Hier war es. Zwei Baumwolle brauchen wir für den Faden. Müssen wir zurück nach Quinis und Quinis mal Faden besorgen und. Ganz ruhig, Zwergi. Ganz ruhig. Ich gebe mein Geld für aus.
war jetzt eher unnötig, aber was soll's.